Servus Leute und herzlich willkommen beim Gamer Impuls zu einem weiteren Challenge Video von mir. Und zwar möchte ich euch heute das Beschwörungsritual zeigen. Das Beschwörungsritual funktioniert so, dass ihr in der Mitte, da wo Kali gerade war, die drei Oger beschwören müsst. Und das könnt ihr in dem Sinn machen, indem ihr die drei falschen Platten aktiviert. Ja? Ihr müsst euch so aufteilen, dass immer zwei Personen sich um drei Platten kümmern. Ja? Ihr könnt euch das in drei Drittel vorstellen, den Raum. Und in jedem Drittel sind drei Platten. Ja? Und zu jedem Drittel gehen zwei Leute und aktivieren die Platten. Jetzt müsst ihr aber halt aufpassen, denn ihr könnt nicht alle drei Oger auf einmal rufen. Ja, es können nur zwei in der Mitte sein. Deswegen müsst ihr halt erst zwei Oger rufen, einen oder zwei töten und dann den letzten Oger beschwören. Jetzt ist es aber so, dass ihr nicht die richtigen Platten alle auf einmal aktivieren dürft, denn sonst kommt Kali schneller in die Mitte. Das heißt, ihr habt viel weniger Zeit. Ja, ihr habt wieder viel mehr Druck. Das heißt, ihr schaut in der Mitte, welche Symbole die richtigen sind und dadurch könnt ihr dann schauen, welches Symbol nicht in der Mitte ist. Das sind dann die falschen Symbole. Dann müsst ihr euch absprechen, wo sind die falschen Symbole. Und dann sprecht ihr euch ab, okay, wir aktivieren die zwei Symbole als erstes, die zwei falschen Symbole. Und dann tut ihr ein richtiges Symbol und ein falsches Symbol zum Schluss aktivieren. Aber ihr müsst das falsche Symbol dann als erstes aktivieren, indem dass ihr euch vorher mit den anderen abgesprochen habt, dass die Oger in der Mitte auch tot sind. Ja, das ist wichtig. Also wenn jetzt zum Beispiel auf einer Seite drei richtige Platten sind, dann aktivieren ja die ersten zwei Personen zwei Platten davon. Und dann, wenn die fertig sind mit den ersten Platten, ist ja nur noch eine Platte frei. Um die kümmert sich dann nur einer und der andere kann dann schon mal in die Mitte reingehen und die Oger töten. Ja, so wie jetzt bei mir hier gerade, ich war fertig mit meiner Platte, bin reingegangen in die Mitte, hab die Oger getötet und jetzt kann der andere die letzte Ogerplatte aktivieren und der letzte Oger kann kommen und gleichzeitig, wenn der auf der Ogerplatte gegangen ist, aktiviert ihr die letzte richtige Platte. Also wie gesagt, teilt euch in den drei Dritteln auf, sprecht euch ab, wer welche Platten hat. Aktiviert sie nach und nach, natürlich müsst ihr das vorher timen und dann geht es eigentlich recht flott. Jetzt seht ihr, jetzt kommt der dritte und letzte Oger, den müsst ihr schnell töten und dann kommt auch schon Kali. Und dann macht ihr eigentlich nur noch Kali tot und dann ist es fertig. Solltet ihr Kali nicht in der ersten Runde geschafft haben, müsst ihr natürlich das gleiche nochmal von vorne machen und alle drei Oger in der Mitte spawnen lassen. Ja, also wieder das gleiche von vorne wieder. Ich hoffe, ich konnte euch wieder mit meinem Video hier weiterhelfen. Lasst mir doch bitte ein Abo da, lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ich euch weiterhelfen konnte. Wenn ihr das abgeschlossen habt mit meinen Tipps, lasst mir doch einen Kommentar da. Hey Black, wir haben das abgeschlossen, war alles easy, haben wir geschafft. Würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch gut Loot und wir hören uns das nächste Mal. Also, ciao!